Hi, hier ist Elisha. Dieses kleine Neumondritual besteht darin, dass wir ganz bewusst unsere Zukunft, also unsere persönliche Evolution, einladen, uns auf halbem Weg entgegenzukommen. Und dass wir um Führung oder Klarheit bitten, zu erkennen, was für uns in diesem Mondzyklus wesentlich und zentral ist, um unserer persönlichen Evolution entgegenzugehen. Das bedeutet auch, dass wir mit der Offenheit, mit der Bereitschaft, mit dem Commitment da sind, den Notwendigkeiten zu begegnen, den Notwendigkeiten, die unsere persönliche Evolution uns abverlangt. Und im Prinzip ist alles, was dafür notwendig ist für dieses Ritual, ist, dass wir uns die Zeit nehmen, es zu machen. Wir müssen nicht an einen speziellen Ort gehen, wir müssen keine spezielle Vorbereitung machen. Wir können irgendwo in die Natur gehen oder irgendetwas als Vorbereitung machen, aber es ist nicht unbedingt notwendig. Es geht eigentlich nur darum, sich kurz die Zeit zu nehmen, den Körper zu spüren. Vielleicht ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen, den Kontakt zur Erde zu spüren, den Kontakt zum Himmel zu spüren, das Herz zu spüren und aus dem Herzen mit dieser Bereitschaft die Zukunft, unsere persönliche Evolution einzuladen, uns abzuholen. Und dann die Frage zu stellen, was ist für mich in diesem Zyklus wesentlich? Was ist zentral? Ich schreibe die Antwort auch gern in mein Journal. Manchmal entfaltet sich ja die Bedeutung oder auch wirklich so tiefere Ebenen der Bedeutung erst im Lauf der Zeit. Und manchmal ist es für mich auch wirklich hilfreich, zurückzugehen und so ein bisschen abzuchecken, ob ich mich ablenken habe lassen von meiner Ausrichtung. Dieses kleine Ritual kann natürlich auch zu Beginn von anderen Zyklen gemacht werden. Es kann auch zu Beginn eines Sonnenmonats gemacht werden oder zu Beginn eines Jahres oder zu Beginn eines ganz individuellen Zykluses, wenn wir so das Gefühl haben, es beginnt etwas Neues in unserem Leben. Ich wünsche euch einen wunderbaren Neumond, schicke euch ganz, ganz, ganz herzliche Grüße und bis zum nächsten Mal.